Da unten sind noch Kisten. Wir müssen da runter. Wir müssen da runter. Na dann. Auf geht's. Ich zünde die Kisten an. Lenken Sie sie ab. Och nee, hä? So. Was ist denn das für eine Waffe? Hier brennt alles. Ich gehe in den nächsten. Ich gehe rein. Okay. Verdammt! Okay, krass. Wache getroffen! Wir haben einen Fernseher dabei! Ah! Das war nicht geplant, das war nicht geplant. Ja, so war das nicht geplant, verdammter Mist. Ich zünde die Kisten an, lenken Sie sie ab! Ich laufe den Sack davon! Ich gehe so schnell ich kann! So. Gucken wir uns selbst Schuss, dann mal sehen, ob die reichen. Kompaniemann getroffen! Ist das runtergefallen? Ich gehe in den nächsten Bereich. Na dann machen wir. Runter mit euch, haltet sie auf! Ich gehe so! Haltet sie auf! Ich rücke vor! Ich lade nach! Verdammt! Wow. Haltet sie auf, wenn ich. Okay, wo ist der andere? Der brennt alles, ey. Ich habe einen Fernschütter dabei. Ritter, in Deckung. Okay, wie denn auch? Hier brennt doch alles. Gott! Oh Gott! Haben wir zumindest den Stand noch ausgeschalten. So, dann haben wir Ziel erledigt. So, den haben wir. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Boah, das war doch geil. Das ist knapp. Das war gut. Die wird aber erwischt, oder? Das war die letzte.
Siehst du? Oh oh. Oh oh. Lilkana! Die gucken schon ganz komisch. Das wird doch wieder mal eine blöde Aktion hier. Oh, ich hatte diese Viecher. Sie kommen näher. Ich sehe doch nicht. Ich sehe hier nicht. Minus eins. Wir können sie nicht ewig aufhalten. Wo ist das blöde Vieh? Wo ist denn das? Hallo? Na toll, die ist da oben. Und wo muss ich hin? Alter. Zum Teufel mit ihnen. Ich lade nach. Komm her, du Pferd. Das macht zwei. Hier drüben ist eine Tür. Wo denn? Rani, bist du hier drin? Debbie! Bin ich froh, deine Stimme zu hören. Rani, bist du verletzt? Nein, noch nicht, aber schnell, versuch die Tür aufzubrechen. Sofort, Rani. Komm schon. Den Fressen ist das Genick. Hab es geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dich wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Dafür ist keine Zeit. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Wir müssen fliehen. Ritter. Fordern Sie es nicht heraus. Wir sind hier fertig. Alter Schwede. Übel, oder? Dieser Horror muss dem Rat berichtet werden. Überlegen Sie, Ritter. Die Kompanie konnte das nicht ohne mächtige Freunde in der Regierung schaffen. Sie haben gesehen, wie ihre eigenen Ränge infiltriert wurden. Wenn das so ist, hätte ich doch Verdacht. Es ist nun ein Krieg gegen die Halbblüter. Sie nutzen das vereinte Indien, um auf der ganzen Welt Schrecken zu verbreiten. Sie müssen uns helfen. Ich bin ein Ritter. Ich diene dem Schutz des Empires, nicht seinem Sturz. Trauen Sie niemandem. Leben Sie wohl, Ritter. Hätten wir uns nur unter anderen Umständen getroffen. Wo finde ich sie? Flüstern Sie meinen Namen in Whitechapel und ich werde da sein. Mhm.
Interessant. Na, jetzt bin ich gespannt. Ich krieg jetzt bestimmt Ärger. Oh, was für welchen? Gray, was in aller Welt ist los mit dir? Nicht jetzt, Izzy. Bleib sofort stehen. Ich hab dich in Whitechapel gesehen. Was? Du bist mir gefolgt? Ich hab mir Sorgen gemacht. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Nein. Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden, bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist, Herrgott, sag's mir. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Sie, holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek. Oh, oh. Ich hatte gewusst, irgendwas ist faul. Und dann krieg ich den ganzen Ärger davon ab. Bis ins Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen... Ich erlaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn du willst, kann ich versuchen, den Lordkanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen. Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das Vereintes Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen. Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im Vereintes Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten... Wird deine Aussage deinen Vater überzeugen? Also gut. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester, Lafayette? Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Wer dann? Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Ich danke dir, Bruder. Nähern uns dem Vereintes Indienhaus. Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Wir sind da. Ja, jetzt bin ich ja gespannt. Ich traue dem irgendwie nicht. Hintereingang zum Gelände? Könnte man sagen. Irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist mir das... Da ist zu viel. Jenny? Mach mal die Tür auf. Guten Abend, Sir Francis. Wer ist das?
Ist alles bereit? Wie besprochen. Die Waffen liegen auf dem Tisch. Aufs Dach geht's durch das Schlafzimmer. Gute Arbeit, Francis. Zu Ihren Diensten, Sir. Was habe ich hier? Zeitung. Nicht mehr lange und die Wahrheit kommt ans Licht, Sebastian. Interessant. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich traue dem Typen nicht. Ich weiß nicht wieso, aber ich traue ihm irgendwie nicht. Ist mir irgendwie zu suspekt, die ganze Sache. Francis hat in den Commonwealth-Truppen gedient. Von hinten? Okay. Oh nee, nicht die Waffen. Um Gottes Willen. Sieht aus wie Pfeile, oder? Armbrust. Weckt Erinnerungen. Und zwar ziemlich alte. Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Los gehen wir. Interessant. Die ganze Nacht sind Patrouillen unterwegs. Alle Eingänge sind bewacht. Wo gehen wir rein? Im Garten. Genug Deckung, um unbemerkt reinzukommen. Mir nach. Gehen wir rauf aufs Dach. Gehen wir noch hinterher? Ich gehe mal noch hinterher. Das ist natürlich jetzt sehr interessant, also gerade in das Gebäude einzubrechen. Hier lang. So. Wieso denn gerade Bruder? Sowieso nicht. Ich hätte mal Bruder zu mir gesagt. Bestimmt, wenn wir im Ritter sind oder so. Ich weiß nicht, da verrät man schon zum Schluss, oder? Gerade weil der ja vorne ja sein Sohn ist von dem eben. Weitergehen. Von dem eben Obersten. Mir geht's gut. Wie gesagt. Weil er gerade eben der Sohn ist von dem obersten Ratsführer. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich hab gerade ja noch das Fenster zugemacht oder die Tür. Aber wo ist denn der noch hin? Aber das Gute ist, die Stellen sind so ein bisschen weiß markiert. Francis' Geheimdienst ist hilfreich. Wohl ein vertrauenswürdiger Mann. Nicht wirklich, er muss seine Schuld begleichen. Wenn er sein Wort nicht halten kann, wäre das höchst unangenehm für ihn. Wir müssen im Garten einen sicheren Haltepunkt für das Seil finden. Im Garten. Ziemlich dramatischer Einstieg, oder? Der Pavillon passt zu den Parametern. Gut, bringen wir das Seil an. Was? Wie jetzt? Ist nicht dein Ernst, oder? Feuer den Bolzen aus den Ankerpunkte. Pavillon? Ich hätte lieber ja direkt da drauf, oder? Schnell, schieß das Seil auf den Pavillon. Naja. Achso. Hä? Geschafft. Okay. Alistair, du musst hier bleiben und mir den Weg zeigen. Wenn ich drin bin, kommst du auf mein Zeichen rein. Also gut. Aber Vorsicht. Meine Schwester wäre untröstlich, wenn ich allein zurückkehre. Was sie nicht weiß, kann ihr nicht wehtun. Das stimmt auch wieder. Gut, dann wollen wir mal trotz all dem nach unten machen.
ist das? Muss der immer jeden umbringen? Es ist nicht ratsam, ohne Beweise Wachen der Kompanie zu töten. Wir haben keine Zeit, Alistair. Du musst mir vertrauen. Wir haben keine Wahl. Verdammt, geh schon runter in den Garten. Das Tor wird verschlossen sein. Du musst den Schlüssel finden. Okay. So weiter. Schlüssel. Okay, oh Gott, den treffen wir gar nicht. Hast du den Schlüssel? Nee, noch nicht. So, zumindest mal eventuell. Oh Gott, einen hab ich noch. Okay. Das ist doof, wenn es jetzt so dunkel ist hier. Ich sehe gar nichts. Ach, da ist noch einer. Wir müssen ja nicht jeden ausschalten, oder? Ja, wenn ich mal wüsste, wo es hier lang geht. Hallo? So, hier liegt übrigens immer nicht. So, jetzt muss ich natürlich mit der Hand losgehen, ne? Weil... Hier ist er schon mal nie. Der Typ ist es schon mal nicht. Dann habe ich hier hinten ihn erschossen. Hier zeigt ihn auch schon mal nicht an. Okay. Was fallen lassen. Wo ist das etwa? Hm. Nee, also mit der Taste kann ich mir ohne nicht anzeigen lassen. Ne? Also in der Hinsicht muss schöne ganze weiße Dunkelheit draußen. Mal gucken, dass ich hier was finde. Hier hinten ist noch so ein Typ. Den kann ich wohl nur so umbringen, oder? Hm. So, mal sehen, weil da dreht sich nämlich rum, da muss ich nämlich aufpassen. Er hört mich, wenn ich lang laufe. Wo läuft denn der lang? Der kommt wieder. Na, mal sehen. Vielleicht erwische ich ihn ja hier irgendwo um. Gucken wir mal. Mit dem Messer zumindest ist es möglich. Also ich habe ja keine Pfeile mehr. Ich habe den Schlüssel. Nimm ihn und geh in den Garten.
Das ist noch einer. So, muss schon hin. Okay. Sieht ziemlich einfach aus, oder? Okay, Wie geht's hier lang? Hier lang? Hier lang? Ich dachte mal hier runter, oder? Und nun? Hier runter? Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist ja, Na gut, mal sehen. Müssen wir eben so durchfitzen. Finde ich auch mal nicht so schlimm. Tja, und wie es dann hier weitergeht, das alles seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich wollte nicht spoilern, aber okay, passt schon. Gut, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hinterlassen. Wenn nicht, natürlich auch. Dann den Daumen nach unten. Und bitte mir schreiben, auch warum, weshalb, weswegen. Jetzt nicht, weil das Video nicht online ist, also zumindest, weil es vielleicht gesperrt ist oder so, das können wir nicht machen, oder das und das. Dafür kann ich nicht, das ist die GEMA, das ist YouTube. Kann man nicht machen. Jo, umsonst, wenn ihr Tipps und Tricks habt, könnt ihr mir auch gerne mitgeben, ne? Und wenn es euch ganz gefallen hat und ihr gespannt seid, wie die nächste Folge ist, könnt ihr mich dann gerne abonnieren, wenn ihr es schon gemacht habt. Und dann nicht vergessen, die E-Mail-Benachrichtigung, denn so bekommt ihr immer eine E-Mail, sobald ein neuer Teil online ist. Und das ist zurzeit jeden Tag, wie versprochen, von der ersten Folge. Also, ich würde sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Bloody Bloodrick.